Hallo, liebe YouTuber, liebe YouTuberinetten. Ja, wir haben heute ein ganz heikles Thema, wie ihr vielleicht schon in der Überschrift erkennen könnt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es nachher nenne, aber ich denke mal, sie wird ansprechend heikel sein für euch. Machen wir uns mal nichts vor. Wir sind ja alle aus dem gleichen Grund irgendwie bei YouTube. Der eine sucht ein Rezept gegen Zellulite, der nächste möchte sich besser schminken können, der andere möchte tolle Haare haben, der nächste sucht sich irgendwelche Anti-Augenringe-Tipps und so weiter. Das heißt, alle wollen wir irgendwie schön sein und gut aussehen und das, was für uns vielleicht nicht so als schön erscheint, ein bisschen übertuschen. So, geht aber auch anders. Und jetzt wollen wir mal ganz ehrlich sein. Wir sind ja jetzt alle noch jung und knackig. So, jetzt überlegen wir mal alle 10 und die Jüngeren von euch 15 oder 20 Jahre weiter. Wir werden ja nun mal nicht immer so schön straff aussehen. So. Gut, bei mir ist das jetzt dahingestellt. Aber jetzt überlegt euch mal, denkt mal so ein paar Jahre weiter. Falten, Hängebrüste, vielleicht die Schwangerschaft irgendwie, einen weichen, wummeligen Bauch, ein Schwabbelarsch, Zellulite an den Beinen, hängende Augenlider. Oder, ach, es gibt so viele Sachen, die sich irgendwie verändern werden, ganz sicher. Der eine hat von der Genetik her ein bisschen mehr Glück und die anderen haben halt Pech gehabt. Aber es gibt ja immer noch Schönheits-OPs und das werde ich wahrscheinlich hier irgendwie in die Überschrift mit reinbringen. Jetzt habe ich hier voll den fetten Brummer rumfliegen. Gut, okay. Also, es geht heute um Schönheits-OPs. Und zwar habe ich verschiedene Beispiele hier auf YouTube gefunden. Sei es jetzt die Katzenberger mit, ich habe abgenommen, habe Hängebrüste und möchte jetzt stehende Möpse haben. Oder aber abgenommen, Bauchdeckenstraffung gemacht oder überschüssige Haut weggeschnitten. Und also ich habe wirklich relativ viel durch irgendwie einen relativ blöden Zufall auf YouTube gesehen, wo sie sich alle jetzt operieren lassen und so weiter. Dann mit Botox spritzen gegen die ersten Fältchen in verschiedenen Bereichen und so weiter und so fort. Wenn man so eine Videos sieht, gerät man ja zwangsläufig ins Nachdenken und ins Grübeln. So. Und meine Frage ist jetzt, aufgrund dessen, dass wir alle mehr oder weniger hier aus dem gleichen Grund sind und hier Communities starten und uns treffen und uns die neuesten Abschminktücher schenken und der eine hat brüchige Nägel, komm, ich gebe dir hier was, da hast du die geilsten Nägel der Welt von. Das heißt, irgendwie tun wir doch immer alles, um zumindest einigermaßen gut auszusehen. Frage ist jetzt, wie sieht das aus, wenn wir jetzt wirklich alle mal alt, schrumpelig und faltig sind? Lasst ihr euch dann auch operieren? Das ist jetzt um Gottes Willen keine so eine, sondern mir fehlen gerade die Worte. Es geht einfach darum, wie steht ihr generell zu Schönheits-OPs? Würdet ihr euch operieren lassen? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich irgendwann mal alt und faltig und der Hund frisst, faltig bin, dass man da vielleicht auch mal irgendwas in Erwägung ziehen würde. Also ich bin davon, hier sage ich mir, es hört sich scheiße an, nicht abgeneigt. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich lasse mich operieren, dann sage ich nicht, was? Nein, also generell, mich interessiert einfach eure Meinung dazu, ob ihr euch, ich meine jetzt mit euren jungen Jahren vorstellen könnt, irgendwann mal euch liften zu lassen oder irgendwie eine Brust wieder aufzubauen, wenn sie jetzt irgendwo so, wenn die Nippel so unten zwischen, neben dem Bauchnabel so, hier so, naja, egal. Also, oder generell irgendwas aufpolstern lassen oder straffen lassen. Ich meine jetzt nicht so eine krassen OPs wie, ich mache mir die Oberlippe dann irgendwie so. So Chiara Ohofen mäßig. Das meine ich nicht. Sondern einfach im Sinne von, ich, hört sich scheiße an, aber ich lasse mich wieder herstellen. Das heißt irgendwie, was weiß ich. Ich lache jetzt darüber, aber ich meine das wirklich schon. Ich meine es wirklich ernst. Aber ich kann ja selten ernst bleiben, deswegen kommt mir ab und zu mal so ein Schmunzeln über die Lippen. Angenommen, wir kriegen jetzt Kinder. Ich meine, der ein oder andere von euch hat schon welche und wird vielleicht auch die ein oder anderen Dinge mit sich tragen, auch wenn sich das jetzt scheiße anhört. Aber ich sag mal, der Körper ist ja danach einfach nicht mehr so wie vorher. Und man hat dann mit seinen Pölzerchen zu kämpfen und vielleicht auch mit einer etwas abgesackten Oberweite oder wie auch immer, generell, also oder dass man jetzt irgendwelche extremen Falten hat durch, was weiß ich, Solarium oder irgendwelche hängenden Augenlider oder durch Vererbung oder irgendwas. Würdet ihr euch operieren lassen? Wenn ja, was und warum? Warum vor allem? Warum?
Oder wie findet ihr das, wenn euer Freund jetzt sagt, Mensch, Haselein, ne, dein Arsch, der hängt, lass dir mal Fett absaugen oder lass dir mal die Hupen aufpusten oder keine Ahnung. Oder wenn euer Chef jetzt sagt, naja, mein Gott, wenn du im Service arbeitest, musst du schon Doppel-D haben oder so, ne? Einfach so der Kleingeld deswegen, was weiß ich. Also generell, wenn euch jemand anders dazu rät oder aus welchen Gründen würdet ihr selber sagen, ihr würdet das machen lassen? Es würde mich echt mal interessieren. Und ich möchte generell jetzt die nächsten paar mehr Diskussionsvideos hier in den Raum schmeißen. Einfach um das Ganze von Make-up-Schminke so ein bisschen abzuleiten, weil ich glaube, es gibt 100 Millionen Smokey-Eyes-Videos und wie drehe ich meine Haare auf und wie glätte ich sie danach wieder und so weiter. Ich glaube, es fehlt ein bisschen mehr an Interaktivität hier. Es ist ja schließlich eine Community. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, hey, ich möchte aber lieber irgendwelche Haarvideos, okay, kann ich mit leben, dann müsste man das halt ändern. Aber ich denke mal so ab und an, so ein Laber-Rhabarber-Video ist doch was Nettes. Ja, wie gesagt, ich möchte gerne eure Meinung. Aufgrund der Interaktivität dürft ihr das gerne hier unten alles voll ballern mit Kommentaren darüber. Ob ihr es macht, wenn ja, warum, weshalb, wo oder ob ihr es schon habt und wie sind eure Erfahrungen? Also generell, es gibt ja auch wieder Schönheitsoperateure, hätte ich jetzt fast gesagt, die das Ganze auch ein bisschen verfuschen. Das heißt, man geht dann dahin und was weiß ich, möchte jetzt irgendwie, sag mal, eine Brust-OP haben und der versaut das und eine hängt hier oben, die andere bammelt hier unten rum und hat da so ein lustiges kleines Silikonkissen drin rumschwimmen. Ist auch, glaube ich, nicht so schön. Wie würdet ihr denn reagieren, wenn ihr euch operieren lassen würdet und da ist halt wirklich so ein Fusch und dann musst du dann damit leben? Also, ich meine, es gibt ja auch Hunderttausende von Risiken, wie jede OP natürlich, die sich da einfach mit einschleichen kann und das ist ja nun auch nicht so schön. Also, es gibt ja alles Vor- und Nachteile. Und generell möchte ich eure Meinung dazu hören. Schreibt mir das da unten rein. Ach so, übrigens, das sind meine gefärbten Haare. Wie gesagt, zum Thema, ich möchte mal anders aussehen. Ja, gut. Sind übrigens luftgetrocknet. Ich sehe also gerade ein bisschen pudelig aus, aber okay. Gut. Eure Meinung unten drunter. Wenn ihr natürlich noch Videovorschläge habt über Themen, die wir hier gerne mal ansprechen, auseinandernehmen möchten, möchten wir das? Möchten wir doch, oder? Dann schreibt mir auch eure Videoempfehlungen oder eure Video-Wünsche unten drunter. Ich habe schon überlegt, so eine Dr. Sommer-Serie zu starten, aber ich glaube, wenn da jeder mit seinem Vaginalpilz um die Ecke kommt, ist das auch nicht so schön. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Die Sonne kommt gerade ein bisschen raus. Ich glaube, ich muss weg und das noch ein wenig einfangen. Bis bald. Tschüss.